Chaturangi Asana. Chaturangi Asana wird in manchen klassischen Hatha-Yoga-Schriften erwähnt, zum Teil nicht beschrieben. Es gibt eine Illustration, die Garote zum Ausgang macht, und das sieht sie wie folgt aus. Komm auf die Zehenspitzen, gib die Hände auf den Boden, gib etwas Gewicht auf die Hände, halte die Ellbogen neben dem Brustkorb und die Knie neben den Oberarm. Atme gleichmäßig ein und aus. Die Stellung stärkt die Arme, ist eine Übung auch für die Brustmuskulatur, eine gute Übung zur Massage der Bauchorgane und für die Flexibilität von Fußgelenken, Kniegelenken und Hüftgelenken.